dunkelgrau die Wolken über Frankfurt und dunkel sind auch die Finanzen der evangelischen Kirche. 1 Milliarde Euro weniger für die Kirchen in Deutschland in diesem Jahr allein aufgrund der Corona-Krise. Und dieses Virus trifft die Kirchen im falschen Augenblick, denn die evangelische Kirche in Hessen und Nassau muss sowieso schon sparen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel große Häuser dies schon zu spüren bekommen. Das Erlebnismuseum Bibelhaus hier in Frankfurt steht vor dem Aus und die Kirchenleitung möchte die Zuschüsse streichen. Ob das so kommt, darüber muss die Synode, die jetzt gerade hinter mir tagt, das Kirchenparlament entscheiden, aber sie wird wahrscheinlich zustimmen. Das Bibelmuseum ist ein Pfund, mit dem ich gerne weiter wuchern würde, aber die Investitionen, die es kosten würde, das Ding neu zu bauen, in der Saalgasse etwa, sind im Moment eben leider nicht tragbar. Und mit dem jetzt auch in das jetzige Gebäude müsste sehr viel investiert werden. Deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass nun Schluss gemacht werden soll. Denn es ist ja auch versucht worden, Sponsoren zu finden in größerem Rahmen. Und es ist kaum jemand da, der dafür sich engagieren will. Ich bedauere das persönlich sehr, aber ich glaube schon, dass der Zug weitgehend abgefahren ist. Mit dem Bibelhaus verliert die Kirche auch Kontakt zu den Menschen. Menschen, die ein Museum besuchen, an der Bibel interessiert sind, aber sonst in Gottesdienst oder Gemeinde selten bis gar nicht auftauchen. Auch viele Konfirmanden und Jugendgruppen werden die Bibel nicht mehr so begreifen können, wie das im Bibelhaus möglich war. Wir machen eine großartige Arbeit in der Vermittlung der Hintergründe der Bibel, so wie man das unter Umständen eben tatsächlich auch an anderer Stelle nicht machen kann. Wir schließen hier die Welt hinter den Texten auf und das machen wir für ganz viele verschiedene Zielgruppen, von jung bis alt, von getauft bis ungetauft. Und die Bibel ist unser Ausgangspunkt, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. An diesem Ort und in einem Museum kann das eben nochmal ganz anders gelingen als in einer Kirchengemeinde. Wenn die Kirche die Zuschüsse fürs Bibelhaus streicht, dann fehlen dem Haus rund 60% der Einnahmen. Damit dürfte das Ende des Bibelhauses besiegelt sein. Neue Sponsoren sind nicht in Sicht. Die Kirche wird also letztlich auch darüber beraten müssen, wo sie handlungsfähig bleiben will. Ob drinnen in der Gemeinde oder draußen vor der Kirchentür. Ich wünsche mir sehr, dass die Gemeinden aus einem bestimmten Nahbereich stärker zusammenarbeiten, sagen, wir sind Kirche für unsere Region. Und da können wir auch neue Akzente setzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir vielleicht nicht in jeder Kirche, haben wir jetzt sowieso auch nicht, in jeder Kirche am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst haben, sondern dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir ausstrahlungsstarke Gottesdienste in unserer Region feiern und da Menschen von vielen Orten zusammenholen. Also das sind schöne Gottesdienste, wie wir sie auch kennen. Hoffentlich bald wieder möglich. Im Sommer, draußen, mit vielen Menschen, bunt, mit Musik. Das kann Kirche und wird Kirche hoffentlich auch 2030 noch sein. Setzt aber voraus, dass wir auch stärker die Kräfte, die wir haben, bündeln und uns auch von manchem trennen, was jetzt dann in Zukunft vielleicht auch Ballast ist. Ich denke auch an manche Gebäude. Auch dem kirchlichen Tagungshaus in Höchst im Odenwald und der Jugendburg Hohensolms drohen so das Endgültige aus. Neben der Debatte über die Zukunft will die Kirche auf ihrer Synode in diesem Herbst den Haushalt fürs kommende Jahr unter Dach und Fach bringen. Gut 700 Millionen Euro will die Kirche ausgeben. Dem stehen aber nur gut 500 Millionen Euro Einnahmen aus der Kirchensteuer gegenüber. Für die Kirche insgesamt bedeutet das natürlich, dass durch diese Pandemie und die finanziellen Folgen wir einen Rückschritt machen in unseren langfristigen Planüberlegungen, dass wir doch eigentlich dabei sind, die Zukunftslasten etwas besser abzufedern. Da erleiden wir jetzt einen Rückschritt. Wenn es positiver kommt in der Bandbreite, dann hoffe ich, dass wir möglichst geringen Rücklagen entnehmen müssen zusätzlich zum Haushaltsausgleich. Die Hoffnung habe ich noch, aber ich kenne die Ergebnisse November und Dezember natürlich nicht.
Die Kirche der Zukunft erscheint in diesen Tagen wie ein Patient. Sie leidet unter der Corona-Krise, sie leidet aber auch daran, dass Menschen ihr den Rücken kehren. Kirche gehört einfach nicht mehr zur Lebenswirklichkeit dieser Menschen, sie treten aus. Trotz aller knapper Kassen, Kirche darf jetzt die Türen nicht dicht machen, sie muss rausgehen zu den Menschen, so wie es beispielsweise auch das Bibelhaus-Erlebnismuseum hier in Frankfurt gemacht hat.